Tobias hat unter dem Novigrad-Video gefragt, warum wir nicht einfach im Kreativmodus bauen. Die Frage kommt mir ein bisschen so vor wie, warum geht ihr auf den Berg hoch? Es gibt auch die Möglichkeit, mit der Gondel hochzufahren. Wenn man auf den Berg hochgeht, dann kriegt man natürlich viel mehr mit von dem Ganzen. Man bringt automatisch mehr Zeit mit und man freut sich mehr, wenn man dann am Gipfel oben ist. Und genauso ist es irgendwie beim Minecraft-Bauerwerk. Wenn du im Survival was baust, dann sitzt man viel länger dran, man muss sich mehr Mühe geben und am Ende freut man sich auch mehr daran. Man fliegt nicht rum und kopiert alles, man ist irgendwie ein Teil der Stadt, man muss ein Lager einrichten, man muss Öfen einrichten, man braucht Straßen und Wegweiser, damit andere Leute zu dir kommen können und dir irgendwie Material vorbeibringen. Das ist was komplett anderes. Wir haben genug Städte, die auch im Kreativmodus gebaut wurden, aber ich kann doch nicht irgendwie eine Kreativstadt mit einer Survivalstadt vergleichen. Deshalb muss ich natürlich, wenn ich mit den anderen Leuten konkurrieren möchte oder beim Bauwettbewerb mitmachen möchte, muss ich natürlich auch wie alle anderen Spieler im Survival-Modus was bauen. Und nebenbei ist es auch eine nette Abwechslung. Ich hoffe, ich konnte die Frage irgendwie beantworten und das Ganze macht irgendwo Sinn. Danke für die Frage.